Der hat aber heute abgeliefert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der hat einfach 6 Videos heute hochgeladen. Jeremy Fragrance. Jeremy Fragrance. Was ist da los, Digga? Alter. Okay, Leute. Ich habe mir Jeremy Fragrance von Jeremy Fragrance angeschaut. Es ist ein ganz wildes Video. Es ist ein wirklich ganz wildes Video. Es ist verstörend und es ist super weird. Ich würde es euch gerne zeigen. Es ist nicht so verstörend eigentlich. Eigentlich ist es sehr funny. Jeremy Fragrance redet so ein bisschen, wie er angefangen hat und sowas. Macht mal, wie gesagt, den Hype-Train voll. Moin, moin. Gigant, Digga, was sagst du zu meinen Nägeln? Absolut geil, oder? Einmal Jeremy Fragrance, meine Freunde. Come on, Digga. Es ist wild. Glaubt mir, es ist wild. Und damit ein herzliches Willkommen. Ach du Scheiße, Digga. Oh nein! Ach Junge, Alter. Imagine. Oh nee, Alter. Ach Junge. Ach komm. Ach du Scheiße. Ey. Fucking imagine being professional once. Nie im Leben, Alter. Einfach nur traurig. Hört auf zu sagen, ich sehe aus wie 15, nur weil ich mein Bart rasiert und mir Nägel lackiert hat, aber nachkommen. RC. Dankeschön, Bro. Kuss. Wir schauen rein. Let's go, Leute. Auf geht's. Jeremy Fragrance, was hast du uns erzählt? Grüßt euch, Freunde. Jeremy Fragrance hier. Jeremy, was geht? Also known as Daniel Schütz. Daniel Schütz, das ist ein bürgerlicher Name, den erfahren wir jetzt an der Stelle. Heute geht's um meine Vorstellung, wie ich mit dem Parfüm-Krams angefangen habe. Mein erster Duft war... Einfach direkt rein. Jean-Paul Gaultier Le Male. Ich war damals 14. Mein Bruder, der 4 Jahre älter ist, hat mir seinen Ausweis gegeben. Meint ihr, er benutzt Selbstbräuner? Glaubt ihr das? Ich weiß es nicht. Ich konnte in den Club, wo eigentlich nur mit 18 du reinkommst, den habe ich von meinem Stiefvater genommen und es ging also schon früh los. Boah. Also Digga, da ist ja wirklich einiges wieder im Argen. No joke, das habe ich auch. Baba Duft, kann man nichts gegen sagen. Jean-Paul Gaultier, immer gute, stabile Düfte, Preis-Leistung top. Ganz kurz nochmal hier schauen, wie hier die Augen verdreht werden, wenn gerochen wird. Also schon früh los. Boah. Ja Digga, so rieche ich dann auch an der Unterwäsche deiner Mutter. Oh, geil, Alter. Oh, so geil. Dass ich diese Düfte eben getragen habe. Damals durftest du ja auch überall rauchen. Ich habe nicht geraucht, aber ich erinnerte mich immer, am nächsten Tag mein Hemd zu riechen. So irgendwie Mutti wäscht das dann, aber... Digga, ich liebe den Typ, ich liebe den einfach. Ich kann so auf so eine kranke Art und Weise mit ihm relaten, I don't know why. Bevor ich es dann in den Wäschekorb getan habe, merkte ich so, boah, das roch so geil, so mit dem Le Male gemischt mit dem Rauchgeruch. Mhm. Also ich war schon immer so Fan von Parfums und so einem Kram. Als ich dann 19 war... Reissack 40, dankeschön, Leute, Ausrufezeichen Prime in die Olga rein. So rund 5 Jahre später... Bist im Montevideo. Ach, Digga. War, was für ein Monte-Video? War ich in Amerika, in einem Abercrombie & Fitch-Geschäft. Mhm. Die haben mir das zugeschickt, das ist ganz süß. Und da war ich geplättet. Also wo ich 19 war, vor 12 Jahren, krass, da gab es Abercrombie noch nicht so wirklich in Deutschland. Das war was ganz Besonderes, in ein Geschäft reinzugehen oder eine Klamotte mit Abercrombie drauf zu haben. Das war richtig special. Und, oh, geil, Mann. Und da hat es mich richtig gepackt. Dankeschön, Bro. Ich kam zurück nach Deutschland, habe mich immer mehr informiert über das Thema Düfte. Und ich erinnere mich damals, das erste Video, was ich gesehen habe über Düfte, war über Abercrombie & Fitch Fierce. Von diesem Herrn hier, My Mickers, Dan. Dieser Herr, wir sehen ihn hier oben. Dieser Herr da oben. Dieser, also der Herr hier, man sieht ihn. Und der Kerl sagte, erstmal, lieber Gott, vielen Dank für diesen tollen Tag. Und jetzt wird's auf einmal ganz weird. Dass du mich so schön führst. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts einfach. Auch an euch danke, dass ihr mir zuschaut. Gerne, Bro, gerne. Oh, ist das geil, dieses Parfum. Es ist so was von... So geil. Fuck, ist das geil. Naja, und ich konnte mich schon immer ganz gut... Oh, so geil. ...anziehen.
und mir die Haare stylen und all so ein Kram. Und das Thema Düfte habe ich immer so nebenbei laufen lassen. Mhm. Also ich war nie irgendwie jetzt der Duftfreak. Und das ist ja das, auch das Coole. Ich würde mir auch die Haare mal richtig gerne so lang wachsen lassen, no joke. Cool, ja, auch für dich, dass du einfach siehst, hey, du kannst also auch spät anfangen mit irgendwas und richtig gut drin werden, wenn ich das jetzt einfach so nach dem Motto Eigenlob sagen darf. Weißt du, was ich meine? Also, dass ich das jetzt so machen kann. Ja. Ich hatte vorher gar nicht wirklich Ahnung von Parfums. Ja. Und so. Ich kenne halt, no joke, keinen Mensch, der so obsessed ist, Alter. Der ist so obsessed damit, Digga, das ist ganz wild. Ich habe mich immer mehr und mehr schlau gemacht über das Thema. Und nun habe ich dann gesagt, weißt du was? Jetzt mache ich mein eigenes YouTube-Video. Und das dritte YouTube-Video, das vierte, was auch immer, fünfte, war dann La Nuit de l'Homme. Kuss, Digga, danke schön, Bro. Und das ging dann viral. Und das ist, komischerweise habe ich das runtergenommen, weil ich damals eine, oh Mann, jetzt habe ich aber gekleckert, du. Und das war dieses teure Zeug, weil es die alte Formulation. Naja, mach mal jetzt. Und die Leute fanden diese Art von mir so cool, weil bisher haben die Leute in den Duftvideos recht technisch gesprochen. Die sprachen also La Nuit de l'Homme ist ein Duft aus 2009. Er erzählt so ein bisschen seine ganze Geschichte. Kannst du das doch nicht technisch erklären? Ein Duft rausgehauen, ja, schön. Ich möchte nur diesen einen Moment zeigen hier, pass mal auf. Was jetzt, worüber soll ich noch quatschen? Ja, du willst doch dich entwickeln. Tony Robbins, ein fantastischer Christ, der sagte mir auch, und der sagt, jetzt ist vorbei. Sagte mir auch, also sorry, er sagte mir nicht, aber der, ja. es ist einfach uncut, es ist einfach so hochgeladen, jetzt geht's los. Ich muss gerade so ein bisschen nachdenken über irgendwas, was ich gerade gesagt habe. Alles gut, Bro, dann nimm dir Zeit. Aber das passt erstmal. Komm, wir machen erstmal weiter. Weiter geht's, Leute. Also, Digga, ich mach mir da ernsthaft? So, und ich mache mir da ernsthaft ein bisschen Sorgen so. Im vierten Jahr habe ich dann gesagt, komm, ich mache meine eigene Parfummarke. Wir haben über 800.000 Euro an Vorbestellungen verkauft. Innerhalb Jason, von. Euer, danke schön, Bro. Also an einem Tag haben wir schon 500.000 gemacht, aber die gingen dann 30 Tage, aber es ist immer so am Anfang am meisten. Und das war dann mein Office-Duft. Und das ist natürlich mein Ding neben meiner YouTube-Sache, meine Parfummarke. Leute, zieht euch meine Brand rein, wenn ihr... Das war's. Also ja, ne, interessantes Video auf jeden Fall. Ganz nett auf jeden Fall. Ne? Jeremy, Grüße geht raus an dich.